שלום עליכם, גוט מורגן אלע זייטס. Ja, ich gehöre. Gut. Wir lernen zwei Aspekte von der Haggadah shel Pesach. Die erste Sache bei Haggadah shel Pesach, was wir lernen heute, ein erster Brauch, wenn wir kommen zu die 10 Plagen, 10 Plagen an Seite 20. Schauen Sie an Seite 20. Kommen wir zu die 10 Plagen. Dies sind die 10 Plagen, welche der hochgelobte Heilige über die Ägyptener kommen ließ, nämlich, also und da gibt alle 10 Plagen. Steht geschrieben ein Brauch bei Nennung jeder Plage nimmt man ja einen Tropfen Wein aus dem Becher auf und verschüttet ihn. Also was steht geschrieben? Sehen Sie Kapitel 20? Bitte schön, hier. Zeig ihm. Seite 20. Steht geschrieben, wenn man kommt zu den 10 Plagen, das der Rebischter hat gebracht auf die Mitzrim in Mitzrayim, nimmt man 10 Tropfen weg von unserer Becher und man schüttelt das raus. Das heißt einfach so. Was macht man? Manche nehmen diese Finger, Zeigefinger, und machen einen Brauch. Sie nehmen eine Serviette, ein Tuch, und bei jedem Plage machen sie Dom, Zfadea, Kinim, Oroiv, Dever, Schrin, Borod, Arbe, Choyshech, Makas Bechoros. Sie machen mit den Zeigefinger. Manche nicht mit den Zeigefinger, machen mit den kleinen Finger. Dieselbe, ja, Dam, Zfadea, Kinim. Bei jedem Plage machen sie eine andere Plage und bei jedem Sache nehmen sie eine runter. Manche nicht mit den Zeigefinger und nicht mit den kleinen Finger, sondern sie nehmen einen Becher selbst und schütteln von dem Becher bei jedem Plage eine runter, Dam, Zfadea. Das heißt, wenn das ist die Gavia, der Kelch, der Koss, der Becher von die Pesach, dann nehmen sie den Becher und sagen Dam, Zfadea, Kinim, Rov, Devem, Shchin, Arbe, Choser, Makat Bechorot, und dann nehmen sie den zerbrochene Teller oder dem Gefäß weg vom Tisch. Manche machen nicht mal 10 Tropfen, sie machen 16 Tropfen. Schauen Sie, oben steht geschrieben Dam, Vaesh, Vetimrot Ashan. Sie sagen bei drei Wörtern schon dreimal Dam, Vaesh, Vetimrot Ashan. Schon dreimal gießen Sie. Und manche machen auch zum Schluss bei den Wörtern Rabbi Yehuda Ha'er Noten beim Simanim, Dezach, Adash, Be'achav. Also schnell Wiederholung über alles, was wir haben gesprochen. Am Pesach nehmen wir einen Brauch, einen Minhag, dass wenn man kommt zu den 10 Plagen, bei Seite 20, haben Sie Seite 20? Hier, s'il vous plaît, gib weiter. Wir sagen, das sind die 10 Plagen, welche der hochgelobte Heilige über die Ägyptener kommen ließ, nämlich. Und da nimmt man von unserer Becher 10 Tropfen weg. Wie nimmt man die 10 Tropfen weg? Haben wir gegeben drei Meinungen. Oder nimmt man die Tropfen mit den Zeigefinger. Oder nimmt man den Tropfen mit den kleinen Finger. Oder nimmt man einfach ein... Hier, diese. Bitteschön. Bitteschön. Schnell, schnell. Wenn man kommt spät, ist es nicht so gesund, weil man muss alles noch einmal wiederholen. Ihr braucht auch nicht zu entschuldigen. Ich nehme keine Entschuldigung heute. Ist kein Problem. Bitteschön. Schkoyer. Geben Sie, können Sie bitte hier sitzen und die Dame
Ein Platz gibt. Ah, okay, okay, schon gut. Schön. Jofi. Also, ich wiederhole noch einmal schnell. Steht geschrieben, dass wenn man kommt zu den 10 Plagen, wo es war in Mitzrayim, ja, hast du? Ich finde dir schnell. Bakasha. Hier. Also, guck mal in seine Agada. Das ist eine Agada auf Englisch. Hier macht man schon bei jedem eine Tropfe. Oh, steht geschrieben, hier auch in Englisch, dass bei jedem Plage nimmt man eine Tropfe runter von unserer Becher. Und wir haben gegeben drei Minhagim, wie macht man das? Manche machen mit Zeigefinger 10 Tropfen, manche machen mit kleinen Finger 10 Tropfen und manche machen mit dem Becher, so. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Schin, Barad, Bechosher, Makat, Bechorot und diese Teller mit dem vollen Plagen weg vom Tisch, weil Plagen will doch niemand am Tisch haben. Also man will weg vom Tisch und Shabbat Shalom. Und unsere erste Frage heute im Shiur, wieso nehmen wir von unserem roten Wein 10 Tropfen wenig von unserem Becher runter zu einem anderen Glas? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, es gibt 7 Mitzvot von unseren Weisen, 7 Mitzvot der Rabbanan. Eine von den 7 Mitzvot der Rabbanan ist Hallel. Hallel. Gut, schauen Sie Seite 42. Seite 42 haben wir Hallel. Aber ups, Chatzi Hallel. Was ist Chatzi? Was heißt Chatzi? Was ist Chatzi? Halb. Okay? Und normalerweise soll man sagen, ich zeige dir. Kein Problem. Normalerweise soll man sagen, Hallel, Shalem. Was ist Hallel? Hallel ist ein Loblied von Gott. Und ein Loblied, hier, Hallel. Bist du Hallel? Ja. Hallel, das ist praising Hashem. Und the door is closed. And we know, see, the count health of... Kannst du lesen in Englisch? Nein. Also warum hast du auf Englisch? Meine Mutter hat das... Weil die Mutter will, dass du lernst auf Englisch. Die Mutter ist sehr klug, eine typische jüdische Mama. Sehr gut, die Mama hat recht. So wie immer. Denn die Mama wird lesen, was steht da geschrieben auf Englisch. Das sind schöne Bilder. Die Tür ist geschlossen und dann... Nein, auf Englisch! Also, the door is closed and we now say the second half of Hallel. Half of Hallel. Also, wir sagen die halbe of Hallel. Und die Frage ist, warum halbe? Wart ihr schon in Israel? Ich nicht. Du kommst noch. Hast du gegessen in deinem Leben Falafel? Falafel. Schmeckt Falafel? Sehr gut. Wenn einer kauft Falafel, es gibt sogar ein Lied. Pam kesheba Yehudi leIsrael, neshekta adama uberecha gomel, ayom kshehu yashar yored me'amatos, kone falafel veshote gazoz. Also in die alte Zeiten, wenn ein Jid ist gekommen nach Israel, er ist gekniet auf den Boden und geküsst den Boden. Heute gleich, wenn er kommt auf den Boden, kauft er Falafel. Also das war so nationale Speise von Israel. Wenn ihr kommt nach Israel und ihr kauft Falafel, es gibt Mana, Portion. Und wenn einer kann nicht essen, eine Mana, wie viel isst er? Die halbe. Wie heißt das? Chatzi Mana. Man kann essen volle Portion und man kann essen halbe Portion. Wenn du gehst jetzt bestellen Falafel, was bestellst du? Mana oder Chatzi Mana? Mana. Mana. Warum Mana? Volles ist besser als halbe. Volles ist besser als halbe. Sieht ihr ein kluger Engele? Versteht, dass volles ist besser als halbe. Und wie viel willst du bestellen? Halbe. Halbe Mana? Nein, volles. Volles. Und wie viel willst du bestellen? Volles. Volles. Also alle werden bestellen volle Mana. Wieso hier, wenn wir bestellen hier, wir danken Gott, was bestellen wir? Hef auf Hallel. Chatzi Mana. Halbe Portion. Das sind unsere Fragen
was wir gehen heute beschäftigt sein. Die erste Frage war, warum nehmen wir unsere Becher weg? Und die zweite, warum sagen wir die halbe von Hallel? Die Fragen sind verständlich, klar, dann beginnen wir zu lernen. Als das jüdische Volk ist raus von Mitzrayim und Gott hat gemacht die Wunder und die Meer hat sich gespalt und die bösen Soldaten sind gekommen ins Meer, was ist passiert? Der Meer hat sich geschlossen auf die Menschen und alle bösen Frevler, alle schlechten Menschen sind ums Wasser gekommen. Die Engel Gottes waren sehr glücklich, dass solche böse Leute, die haben versklavt jeden 210 Jahre, haben endlich bekommen ihre Strafe. Und die sind hoch gegangen zum Gott und sie haben begonnen zu singen. Was haben sie begonnen zu singen? Sie haben begonnen zu singen ein Loblied, dass die sind zufrieden. Also sie waren zufrieden, dass alle, seht ihr, die Juden gehen und alle Ägyptener sind in Wasser ertrunken. Und die Engel Gottes sind gekommen zum Gott und sie wollten singen. Wow, so schön, endlich, die Bösen haben bekommen ihre Strafe. Sagt Gott, meine Handwerke heben Bild Gottes. Ertrunken in Wasser und ihr singt. Kann man nicht singen, wenn unsere Feinde fällt runter. Also wir sind nicht froh, wenn unsere Feinde, wenn unsere Sonim, wenn unsere Hassers kriegen ihre Rechnung. Warum? Weil es steht geschrieben, in Sprüche der Väter, Kapitel 4, Schmuel der Kleine sagt, in dem Fallen von deinen Feinden, du sollst nicht freuen, weil wenn Gott das sieht, er wird zornig sein, und er wird tauschen die Stelle. Der, der freut sich, der wird bekommen die Strafe. Heute in die moderne Welt nennt man das Schadenfreude. Schadenfreude ist eine sehr miese Charakter. Bis heute gibt es Sendungen, wo Menschen sitzen und gucken, wie andere Menschen fallen. Und sie lachen. Eine geht und fährt mit dem Fahrrad und knallt in eine Wand und alle sagen, alle lachen. Eine geht und rutscht auf eine Banane und man lacht. Das ist Schadenfreude. Das ist eine Krankheit von tiefen, schlechten Eigenschaftszügen, die wir bei unseren Kindern müssen das schwer bearbeiten, um das wegzunehmen. Deshalb, wenn wir erzählen über die 10 Plagen, wir zeigen die Kinder, dass Gott hat Tropfen vom Blut, Gott weint. Unsere Freude ist nicht vollständig, sie ist nicht vollkommen, weil Menschen haben gelitten. Wir machen unsere Becher schmäler, milder, weniger, weil unsere Freude ist nicht komplett, weil jemand musste einen Preis bezahlen für diese Strafe. Und wir sind nicht froh, dass jemand leidet. Deshalb machen wir unsere Becher leer. Und warum macht man das mit den Fingern? Weil es war Etzba Elohim, Finger Gottes, steht geschrieben. Jetzt. Genauso, weil die Engel Gottes wollten singen beim Spaltung der Meer. Und Gott hat gesagt, ihr dürft nicht singen, weil meine Ebenbild Gottes ertrinken in Wasser. Genauso müssen wir unsere Kinder sagen, wenn dein Feind hat bekommen seine Rache, seine, das, was er hat verdient, du sollst dich nicht freuen. Und das will ich heute mit euch ein bisschen erklären. Vor ein paar Wochen, es ist passiert, ein Unglück in Brüssel. Kannst du dich erinnern? Es war in Brüssel ein Unglück, sind gekommen Terroristen und sie haben sich in Flughafen und in Metro bombardiert und sehr viele gute, nette, feine
Menschen sind ums Leben gekommen. Ich habe gesprochen mit einer von meinen Bekannten. Und was sagt er mir? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, das ist passiert. Sag ich, warum sehr gut? Sagt er, ja, sollen die Europäer, sollen sie ihre Augen öffnen und spüren ein bisschen das, was wir dort leiden in Israel, die ganze Zeit, so viele Jahre. Die sind so stumpf, die sind so blind, sie sehen nicht, was passiert. Aber ich habe gesagt, sag mal, bist du normal? Hast du noch alle dein Sechel im Kopf oder mit dir ist etwas passiert? In welcher Religion bist du groß gewachsen? In welcher Glaube bist du groß gewachsen? Wo hast du gelernt, dass jeden freuen? Schadenfreude. Wo hast du gelernt, dass wir für irgendeinen Mensch freuen, dass ist was passiert? Dass ist jemand seine Rache bezahlt? Nur was soll ich machen? Gott wollte es, soll er die Gerechtigkeit soll kommen, aber freuen? Wenn du freust dich, heißt du bist nicht reif. Du bist noch Kind geblieben. Du bist noch grausam gekommen. Du bist nicht reif, bedeutet, du verstehst nicht, was ist der jüdische Glaube. Und das will ich euch erklären. Es gab in den alten Zeiten eine Sekte, und diese Sekte hat geglaubt, dass diese Welt verteilt sich auf zwei. Kinder das Licht und Kinder die Dunkelheit. Das gibt es in dieser Welt gute Menschen und es gibt in dieser Welt schlechte Menschen. So war eine Sekte in der Mythologie und sie haben geglaubt, dass in der Welt die Menschen sind verteilt auf zwei. Bnei Or, die Kinder vom Licht und die Kinder von Choshech, Bnei Choshech. Glaubt ihr, dass so ist die Welt oder nicht? Was gibt's? Auch die Leute, die haben Licht, haben in sich Dunkelheit. Und auch Leute, die haben in sich Dunkelheit, haben in sich Licht. Was heißt das? Was heißt das? Es mag zwar sein, was der äußere Charakter ist, aber jedes Böse hat auch einen lieben Kern. Super! Hast du das so schön formuliert. Und sagen unsere Weisen, obwohl war ein so ein böser Mann, der heißt Haman, und Haman war so Haman Arasha, wo wir die ganze Zeit seinen Namen vermischten. Die Nachkommen von Haman waren fromme Juden, die haben gelernt Torah in Bnei Brak. Könnt ihr vorstellen? Haman hat selbst von seinen Nachkommen haben gelernt Torah in Bnei Brak. Das heißt, wie kann man sagen, dass in dieser Welt gibt es Kinder das Licht und Kinder das Dunkelheit? In jedem guten Mensch gibt es eine kleine Mülleimer und in jedem Mülleimer-Mensch steckt sich drinnen ein Diamant. Und deshalb kann man nicht die Menschen verteilen auf gut und schlecht. Gehen wir weiter. Jetzt. Was ist Schadenfreude? Schadenfreude bedeutet, wenn dein Feind hat seinen Preis bekommen und du freust dich, weil du warst so schwach, ihn zu bestrafen. Und was sagen die schwachen Leute? Gott soll ihn bestrafen, Gott soll ihn bestrafen. Das heißt, die sind schwach. Selbst können sie nichts Schlechtes tun zu dem anderen. Also sie bringen dem Gericht auf Gott. Sie nutzen Gott, soll Gott machen das, was sie wollen, Schlechtes. Und wenn es ist passiert, sie freuen sich. Was freust du? Was hast du gemacht? Null. Gott hat das gemacht. Und Gott sagt dir in Torah, im Fallen von deinen Feinden, du sollst dich nicht freuen. Weil wenn Hashem sieht das, er wird sehr sauer sein. Ich erzähle euch zwei Sachen von Talmud. Es war ein Amora, der hieß Rabba. Wenn Rabba war krank, er hat gesagt, seine Familie, sag bitte alle in die Gemeinde, dass ich bin krank. Und die Familie hat gesagt, warum ist wichtig, soll alle wissen, dass du bist krank? Sagt er aus zwei Gründen. Die, die mich lieben, sie werden für mich beten. Die, die mich nicht lieben und hassen, sie werden Schadenfreude haben. Und wenn Leute haben Schadenfreude, es geht die ganzen Leiden auf sie zurück. Und da will ich gesund sein. Stell mal vor, wie denkt Rabba. Rabba sagt, dass Schadenfreude wird umkehren, die Lage. Er wird nicht krank sein, aber diejenigen, die haben Schadenfreude für seine Krankheit, sie werden das bezahlen.
noch ein Amora, Rab Zeira. Rab Zeira hat jeden Tag, wenn kam zum Yeshiva, hat gebetet. Was hat gebetet? Soll seine Freunde mit ihm freuen. Und soll nicht machen einen Fehler. Und was passiert, wenn einer macht einen Fehler in die Schule? Was machen die anderen? Lachen. Schadenfreude. Insbesondere, wenn das ist eine, das sie nicht lieben. Und hat gemacht einen Fehler. Freuen sich alle. Sagt Rab Zeira, der Große, liebe Gott, hilf mir. Shelo'e kashel bedvar alacha. Soll ich nicht rutschen? Soll ich nicht fallen in meine Lehre? Und dann werden alle, velo ismechu, chaverai, und meine Freunde werden Schadenfreude haben über mich. Denk, wie tief ist diesen Charakter Schadenfreude. Okay, gehen wir weiter. Sie wissen, wenn ein Mensch ist krank, gibt es eine Mitzwa. Welche Mitzwa gibt es? Ja. Welche Mitzwa gibt es, wenn einer ist krank? Ihn zu besuchen. In drei Fälle geht man nicht besuchen. Drei Fälle geht man nicht besuchen. Nein, Krankenhaus auch. Warum nicht? In drei Fälle geht man nicht besuchen. Nummer eins geht man nicht besuchen. Ein Ex-Partner. Insbesondere, wenn einer von beiden ist geheiratet. Das heißt, wenn einer war verheiratet und geschieden und der Ex-Partner oder Partnerin sind krank und einer von beiden hat schon neue Partner, sagt die Halacha, er darf nicht Kranken besuchen. Zweite, wo soll man nicht besuchen, ist, wenn Mann oder Frau haben Krankheiten in eine sehr private, intime Plätze. Wenn ein Mann und eine Frau haben Krankheit in Plätze, wo es nicht angenehm zu erzählen, dann soll man nicht besuchen, weil der Mann darf nicht jetzt erzählen, die Frau, die besucht, oder der Mann, was ist genau passiert, und Leute haben so Neigung zu bohren. Und warum bist du hier und warum bist du da? Und ihr versteht schon, was ich meine, oder? Verstehst du, was ich meine? Nein, dann erkläre ich. Wenn einer hat Kopfschmerzen, Kopfschmerzen ist normal oder nicht normal? Ist was dran Schande? Nein. Aber was passiert, wenn ein Kind tut ihm weh unter dem Bauch? Gibt es einen Bauch? Ja. Was gibt es unter dem Bauch? Ein Magen. Ein Magen. Was gibt es unter dem Magen? Ein Darm. Unter der Damen? Blut. Nach dem Blut ganz unten zwischen die Fuß? Lecker. Was gibt's? Knochen, Zellen. Moment, langsam, ich werde die Kinder drauf bringen. Zellen? Nein. Wenn du gehst zum Toilett und du gibst dein Wasser raus, von wo kommt das Wasser raus? Von Magen. Von Darm. Von Darm? Zadig. Verstehst du? Verstehst du? Ja. Was verstehst du? Dass es nicht so angenehm zu sagen. Ja. Was ist nicht angenehm zu sagen? Das ist schon haram. Edle Kinder habe ich hier. Was passiert, wenn ein Kind tut ihm weh, dem Penis? Was machst du? Zum wem gehst du? Erstmal zu Papa, wahrscheinlich dann noch zum Arzt. Und wenn es ganz schlimm ist, dann noch ins Krankenhaus. Okay, aber es ist dir angenehm, alle zu erzählen, oder das ist eine private Sache? Private. Oh! Private Sache. Warum Magen und Kopf und Hände ist nicht privat? Das ist, weil das ganz lächerlich ist. Ich habe mich hier schon mehrere Schnitte... Ja, aber das hast du mir erzählt. Und du hast nicht gesagt so. Hast du mir gleich erzählt, dass hier ist dir was passiert. Es gibt Krankheiten, wo die sind privat, intim. Man spricht nicht darüber. Okay, verstanden? Ja. Und das soll man nicht besuchen. Und was ist, wenn man einen Freund und es kann auch zu Lachenara kommen, wenn ein Böser das erfährt und dann verfüttert er das ganze, die ganze Gemeinde, das ist dann Lachenara. Ja, ja. Darauf kann auch Lachenara kommen. Sehr gut, auch Lachenara. Und deshalb soll man nicht das besuchen. Eine, der hat unangenehme Situation. Und der Dritte soll man nicht besuchen, ist eine Feinde. Also wenn eine ist, wenn zwei Leute krachen miteinander, Säune,
ein Feinde, ein Hasser? Prügeln. Was? Prügeln. Nein, wenn zwei Leute verstehen sich nicht miteinander. Und es stört mich ein bisschen. Danke. Wenn zwei Leute streiten miteinander und es ist bekannt, dass sie miteinander nicht reden, die sind Feinde, und einer von beiden ist krank, darf einer dem anderen besuchen? Warum? Nein. Warum nicht? Schadenfreude. Das ist doch sein Feind. Ja, bitte? Man kann, und es gibt hier noch, es gibt ansteckende Krankheiten, dann darf man ja auch nicht. Okay, das ist private Krankheiten. Das ist Krankheiten, die man nicht besuchen soll. Einfach anstecken. Ich verstehe, ich nehme das in die Kategorie 2, wo es ist zu privat. Das geht niemand an, diese Krankheiten. Okay, gehen wir weiter. Ihr versteht, was ich rede? Ja. Alle? Ja. Okay. Jetzt. Jetzt, wer will mir sagen, warum nehmen wir von unserem Becher 10 Tropfen weg? Den Plan. Ja, warum nehmen wir Tropfen weg? Um zu zeigen, dass wir haben keine Schadenfreude mit den Mitzrim. Wir machen unsere Freude weniger. Wir nehmen etwas von uns weniger, um zu zeigen, wir haben Tropfen. Weil Gott hat Tränen mit allen Menschen, die leiden. Deshalb, wir dürfen nicht sagen, das ist gut, dass jemand was Schlechtes passiert. 2, auch Hallel, wo normalerweise sagen wir komplett, sagen wir nur ein halbe Hallel. Warum? Weil viele Leute von Mitzrayim sind gefallen in Wasser. Jetzt. Rache, Nachtragen und Schadenfreude ist verboten. Was ist erlaubt? Es ist erlaubt, gute Rache. Was ist gute Rache? Steht geschrieben, wenn dein Feind ist hungrig, gib ihm Brot. Wenn dein Hasser ist durstig, gib ihm Wasser. Weil da gibst du eine süße Rache. Da zeigst du ihm, dass du ein guter Mensch bist, und soll er schlecht fühlen, dass er ist nicht ein guter Mensch. Ich gebe euch ein Beispiel. Wollt ihr ein Beispiel hören? Vor 3 Wochen bin ich gegangen am Freitag zu kaufen Blumen für Schabbat. Ich komme zu einem Geschäft, nicht weit von uns, und ich gucke so die Blumen an, frisch, schön. Beim Blumengeschäft gibt es 2 Varianten. Es gibt eine Variante, wo jemand hat schon für dich gesammelt die Blumen und gemacht einen Strauß, aber er hat das gemacht ohne Kavana, ohne Andacht, ohne Gefühl, ohne Frequenz, ohne bewussten Gefühle für deinen Anlass. Stimmt? Er hat gemacht. Ich weiß nicht, was waren seine Gedanken beim... Ich mag immer, dass man macht extra für mich. Speziell. Dann, reserviert? Nein, nicht reserviert. Ich sammle, was ich will, und da gehe ich zur Verkäuferin und ich frage, soll sie machen einen schönen Blumenstrauß für Schabbat? Ich habe gekauft Rosen, ein paar weißen Blumen und lila Tulpen von außen. Ich habe so im Kopf schon gebastelt, wie ich will diese Blumen. Ich komme zur Verkäuferin. Und ich sage, ich möchte bitte Blumenstrauß. Sie macht mir so. So unzufriedene Gesicht. Ich sage, können Sie machen oder können Sie nicht? Sagt sie, naja, ich mache das nicht so gerne. Und wir haben auch schon die gemachte Strauß. Sie können einfach nehmen. Ich sage, nein, ich möchte meine. Können Sie oder können Sie nicht? Guckt sie draußen, sie sagt, wenn es keine Kunden da, dann geht's. Keine Kunden da, war leer wie Yom Kippur. Nobody, sie fragt, ob... Ich weiß nicht, warum war sie so zu mir. Ich kam mit meinem Fahrrad und so mit einem dicken Mantel und mit einer Mütze von einer Türke. Ich weiß nicht, was hat sie gedacht, wer ich bin. Sie hat gedacht, oh, so früh diese Nudnik. Sie hat mich unterschätzt. Sie hat recht, ist egal, soll man niemand unterschätzen. Ich habe gesagt, sei so lieb, mach mir einen schönen Strauß. Und dann habe ich gesehen auf ihre Hände, sie ist Profi. Gute Floristin. Sie hat genommen die Blumen, wirklich, gestellt, sehr, sehr schön. Als sie hat beendet, sagt sie, darf noch eine Alufolio Papier sein für 1 Euro? Und sie sagt, nein, ich brauche das nicht.
macht sie noch eine doppelte Gesicht. Das nennt man in Jiddisch kleinknüppeldicke Menschen. Kleinknüppeldick. So ein schmaler Kopf. Dann, sie macht die Rechnung, es war so 11,50 oder so etwas. Ich war sehr glücklich, ich habe gewonnen einen schönen Strauß für einen Preis, wo ich bin zufrieden. Ich habe rausgenommen 15 Euro, ich habe sie gegeben und ich habe gesagt, der Rest ist für dich. Und da war ich voll mit süßer Rache. Ich war glücklich. Die Rache war so süß, so biblisch, so menschlich, so jüdisch. Die Dame hat sich geändert auf eine Sekunde. Immer wenn sie brauchen, Entschuldigung, dass ich war in Stress, was sie nicht will, seitdem sie ist meine beste Freundin. Immer wenn ich gehe, von Weitem sagt sie schon Shalom. Das nennt man süße Rache. Süße Rache ist gut, ist gesund. Gib dem anderen ein Gefühl, dass du gut bist. Gib dem anderen ein Gefühl, soll er lernen, dass in dieser Welt lohnt sich gut zu sein, soll er sich schämen. Soll er sich schämen, dass er sich so benommen, kleinknüppeldick. Jetzt, wir müssen am Pesach lernen, dass in dem Moment, wo einer kommt in ein Niveau von schlechter Benehmung mit dem anderen, dann ist er genauso schlimm wie dem anderen. Steht geschrieben in Kitzur Shulchan Aruch. Habt ihr gehört schon von diesem Buch? Kitzur Shulchan Aruch? Kitzur Shulchan Aruch ist ein sehr wichtiges Buch. Das ist eine kurze Verfassung von allen jüdischen Gesetzen. Und dort steht geschrieben alles, wie soll ein Jid benehmen. In den alten Zeiten hat man jeden Frage gestellt dem Rabbiner und viele Jiden haben sich geschämt, die Fragen dem Rabbiner. Und zu gucken in die tiefe Gesetze auf alles Shulchan Aruch konnten sie nicht. War ein sehr netter Mann aus Ungarn. Sein Name ist Rabbi Shlomo Ganzfried. Und er hat geschrieben ein sehr süßes Buch. Das heißt, eine kurze Verfassung von den jüdischen Gesetzen. Es gibt dort einen Paragraph, Vorschriften für Nachtragend und Rache. Unglaublich, sehr interessante Paragraph. Dort steht geschrieben, wenn jemand will sich rächen von seinen Feinden, er hat Feinde, die Leute lieben ihn nicht, machen ihm schlecht. Steht geschrieben, soll er seine Tugend, soll er seine guten Taten vermehren und soll er arbeiten und vertiefen seinen guten Ruf. Und wenn die Freunde hören deinen guten Ruf, wie es dir gut geht, oh, da platzen sie, da fallen sie auf die Knie, weil sie hören deinen guten Namen, sie hören, wie groß bist du geworden. Aber wenn du rechnest in ihre Niveau und du gehst zurück zu ihre negative Wege, was sagen sie? Nicht nur, dass wir haben ihm schlecht benommen, wir haben ihm noch manipuliert, dass er sich schlecht benimmt. Und deshalb wollte ich heute vor Pesach uns die zwei Punkte geben. Eins, wir freuen nicht, dass unsere Feinde sind gefallen. Nix, es gibt nicht mal in Israel einen Andachtort, dass die Juden haben gewonnen. Nein, wir haben nur Gedenksteine auf gefallene Soldaten. Habt ihr nie gesehen, Juden, die kommen zurück vom Krieg und jubeln? Noch nie in meiner Geschichte, in meinem Leben, habe ich gesehen, Juden, die jubeln und freuen nach einer Attacke auf alle anderen. Ganz im Gegenteil, die kriegen Panik. Bei alle anderen Länder hast du überall solchen Andachtstück. Hier haben wir gewonnen, hier haben wir gewonnen, die Leute kriegen. Bei Juden gibt das nicht. Auch nicht heute in die moderne Welt. Weil Schadenfreude ist verboten. Wir dürfen uns verteidigen, wir dürfen alles tun, das soll Gott uns schützen. Aber Schadenfreude kommt nicht in unseren Mund. Und natürlich, wenn Leute kriegen irgendeinen Schmerz in dieser Welt, in Brüssel, wir sagen ganz laut, das tut uns weh. Das brauchen wir wie ein Loch im Kopf. Das ist unnötig, soll Menschen leiden. Verstehst du? Jetzt. Deshalb sagt man nur Al-Behalel. Und warum sagt man Al-Behalel? Warum sagt man nur Al-Behalel? Wegen wem?
Wegen die Jiden, die haben die Wunder bekommen, oder wegen die Ägyptener, die ertrunken? Wegen den Ägyptern, die ertrunken sind. Und warum sagen wir halbe, 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 weil die sind ertrunken? Volle ist die volle Freude, halbe ist die halbe Freude. Sehr gut, ihr habt verstanden. Genau auf die Tiefe heute, was ich sagen wollte. Und jetzt, wenn jemand will was fragen oder bemerken auf das, was wir haben gelernt heute, hat er jetzt eine goldene Chance. Kann man was ganz anderes fragen? Nur von diesem Thema, am liebsten von diesem Thema. Wenn ich es fertig fragen von dieser Schuh, dann kann man auch was anderes fragen. Will noch jemand was fragen von dieser Schuh? Schadensfreude zu haben. Wie kann man daran arbeiten, sich nicht zu freuen? Nicht sagen. Ich sage etwas. Ich habe gelesen am letzten Donnerstag ein Kapitel in Tehillim, Kapitel 68, mit einem Kommentar von Malbim. Ein Kommentar. Und er schreibt, dass ein Mensch darf negative Gedanken über Gott haben. Er darf über Gott schlecht denken, er darf über Gott sauer sein, er darf über Gott enttäuscht sein, aber er darf nichts sagen. Warum? Und er gibt eine sehr interessante Beschreibung. Gedanken haben noch keine Leben. Die sind so wie eine dunkle Keller. Reden schenkt Licht in die Dunkelheit. Wenn einer redet, schenkt er Hauch, Leben in der Welt. Es war eine Welt. Gott hatte schon Gedanken, die Welt zu schaffen. Aber es war keine Welt. Wann hat die Welt begonnen? Wenn Gott hat gesprochen. Das heißt, egal was man, nicht egal, aber wichtiger ist das, was man sagt. Deshalb Schadenfreude, auch wenn im Herzen ist so ein bisschen Butter und ein gutes Gefühl, reden soll man darüber nicht, weil dann hört das Gott und da steht geschrieben, wenn dein Feinder fällt, du sollst nicht jochzen, freuen, eine äußerliche Freude zeigen. Das, was im Herzen, weiß niemand. Aber wenn einer sagt das schon im Mund oder zeigt ihm Freude, dass er tanzt, das ist die Sünde. Ich gebe ein Beispiel. Steht geschrieben in Halacha, dass ein Ehepaar, die geschieden sind, sie dürfen nicht in dieselbe Gasse zu wohnen. Weil auch wenn die sind getrennt, sie interessieren immer zu wissen, was mit die anderen abgeht. Wenn es geht die andere gut, wie fühlen sie sich? Schlecht. Und wenn es geht die andere schlecht, wie fühlen sie? Gut. Sagt die Halacha, lass die Gefühle jetzt. Die beiden sind schon getrennt. Sollen sie nicht so viel beschäftigt sein, wie es geht dem anderen. Sowieso Menschen sind beschäftigen zu viel über dem anderen als mit denen. Deshalb, wenn man hat im Herzen ein Gefühl, dass Gott hat mir geholfen, geht noch. Aber hier geht es um eine Aussage. Und wenn wir komplette Hallel sagen, dann sagen wir, dass wir freuen uns, dass die Feinde sind gefallen. Das ist eins. Zweitens, in dem Moment, wenn unsere volle Wein ist runter, zeigen wir Gott, dass wir sind vorsichtig. Ein unreifer Mensch, ich finde diesen Kommentar von Rav Samson Raphael Hirsch, diesen Satz, reif, unheimlich schön. Er sagt, Schadenfreude ist für unreife Menschen. Reife Menschen, wenn ein Arzt macht Operation, hat er Schadenfreude? Ist er froh, ist er traurig? Was sind seine Gefühle? Wenn er operiert, also wenn er ein Fehler macht und er ist tot, ist er traurig. Wenn es ihm gut geht, dann ist er froh. Er ist sachlich und er macht seine Aufgabe richtig. Genauso ist mit Gott. Wir gehen davon aus, dass Hashem macht seine Aufgabe gut. Deshalb, es geht nicht jetzt um Gesetze im Herzen. Es geht um Formulierung und Aussprache und Handlung. Ja, bitte, du wolltest was fragen? Eigentlich sind Gedanken, die liegen noch einfach so als Kasten. Aber spricht man sie aus, dann verbreiten sie sich. Rasen. Sehr gut. Und dann werden sie langsam, entwickelt sich das Leben von ihnen. Solange die Gedanken sind bei dir, du beherrschst sie. Ab dem Moment, wo hast du sie gesprochen, beherrschen sie die alle. Es gibt so eine süße Anekdote, die ich immer gerne erzähle.
Es war ein Mann, der hat erzählt Lashonara über seinen Freund. Über seinen Freund? Ja. Ja, Lashonara, ja. Ich dachte Freund. Freund, jene Freunde. Und wieso? Hat einen Fehler gemacht. Das und ist die doppelte Lashonara. Genau. Und dann nach einer kurzen Zeit hat er sich bereut. Und die kam zum Rabbi. Sagt, Rabbi, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesprochen schlecht über meinen Freund. Wie kann ich das wieder gut machen? Sagt der Rabbi, nimm meine Kissen. Kennt ihr die Geschichte? Ach ja, ich kenne die. Das heißt, alle Worte überall und dann haben die... Der Rabbi hat gesagt, soll er nehmen ein Kissen mit Feder und soll er sie reißen im Wind und soll er sammeln alle Feder zurück. Er hat gerissen, aber die Feder sind so tief und weg, weit gelaufen, er konnte nicht alle sammeln. Sagt er, genauso ist deine Rede. Du hast gesprochen, es ist wie eine Pfeil und Beugen. Es geht in die ganze Welt, weil eine bringt dem anderen. Insbesondere ist heute in die moderne Welt. Schlechte Rede ist ganz schlimm. Gut, jetzt Ihre Frage, die nicht mit der Schule zu tun. Also wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, es sind alles nur Geschichten, es haben nur die Menschen ausgedacht, was würdest du denen sagen? Ich will vielleicht erklären, was ist der Unterschied zwischen dem jüdischen Glaube an Gott und dem weltlichen Glaube an Gott. Und davon vielleicht werden wir verstehen. Jeden Jeden glauben nicht an Gott in ihrem Bewusst, in ihrer Logik, in ihrem Gefühl. Jeden sind ein Teil von Gott. Die spüren Gott in ihre obere Bewusst, in ihre Tiefe Bewusst. Im Kern. Im Kern. Und wir sagen auch bei Hallel, Ramal kol goyim Hashem, bei den Goyim Hashem ist sehr erhoben, al ha-shamayim kevodo, er ist im Himmel. Wir sagen, Gott ist nicht im Himmel. אחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. Also wir haben einen Gott, der ist in Himmel und in die Erde. Was heißt das? Wenn ein Mensch, ein Dorfmann von Holland, will seine Erde einpflanzen mit Blumen, was macht er zuerst? Zuerst glaubt er an Gott und dann geht er zu der Erde zu sehen? Oder er glaubt an Gott und dann geht er in die Erde? Was glaubt er? Was macht er zuerst? Zuerst geht er in die Erde. Zuerst geht er in die Erde, er macht seine Arbeit und danach, was sagt er? Gott, wo ist Regen? So steht in Talmud Yerushalmi, dass ein Götzendiener, auch wenn er glaubt an Gott, zuerst macht er die Handlung und dann glaubt er an Gott. Was macht Aid? Zuerst glaubt und später seht. Habt ihr verstanden? Ja. Jetzt. Ein Goy versucht in jedem Wunder Natur zu finden. Die Meer hat sich gespalten. Das war ein Ebbe und Flut. In diesem Moment war ein Ebbe und Flut. Aid braucht nicht eine Wunder zu sehen. Beim Ebbe und Flut, bei Wunder, wenn er fliegt über dem Meer und er ist zurückgekommen mit dem Flugzeug, ist Gott. Er kommt in die Synagoge, er bencht der Goymel. Er sieht Gott in der Natur. Das heißt, gibt es Leute, sie sehen in dem Wunder von Gott Natur. Und es gibt Leute, sie sehen in der Natur Gott. Wir gehören zu einem Volk, wo wir sehen in der Natur Gott. Dass ein Kind steht auf morgens, das ist nicht Natur, das ist Gott. Dass seine Hand bewegt, dass seine Augen funktionieren, das ist Gott, das ist 100% Gott. Wer zweifelt? Zweifelt einer, der hat nicht trainiert, sein Unbewusst bewusst zu machen. Was heißt das? Ich gebe ein Beispiel. Sag mal, wer ist der Mann? Was ist er noch für dich? Wie? Dein Papa. Woher weißt du? Woher weißt du, dass er ist dein Papa? Als weil er
In dem gleichen Haus wohnt. Weil er ist was? Im gleichen Haus. Weil er im gleichen Haus wohnt. Und wenn ich werde mit dir leben, ich werde dein Papa? Warum nicht? Wer sagt dir, dass er ist dein Papa? Deine Mutter. Die Mutter hat gesagt, dass er ist der Papa? Ja. Ich frage dich, wer ist der Mann da? Das ist mein Vater. Woher weißt du das? Weil er mit ihm, weil ich sein Blut auf die spezielle DNS-Kombination habe. Weißt du, das gibt es, dass Leute in Deutschland, dass die zweifeln plötzlich, dass ihre Papa ist ihre Papa und sie gehen zum Arzt zu machen DNA-Kontrolle. Möchtest du DNA-Kontrolle zu prüfen, ob dein Papa ist wirklich dein Papa? Nein, ich weiß das schon von der Fremde. Ich frage dir jetzt, sei ehrlich mit dir selbst. Willst ich habe doch gerade die ehrliche Antwort gesagt. Was ist die ehrliche Antwort? Hashem, der oben da, hat dir gesagt. Hashem, der oben da, hat dir gesagt, dass er ist dein Papa. Nein! Er hat mir gesagt, dass er mein Vater ist. Aber woher weißt du das? Vielleicht ist er nicht. Er erzählt sich. Du weißt, du glaubst oder. Moment, du weißt, du glaubst oder du spürst? Du spürst. Ich spüre. Oh. Du glaubst, du weißt oder du spürst? Ich spüre. Du spürst. Die sehen auch ähnlich den Kindern. Ähnlich die Kinder, auch Kinder, die man adaptiert, die sind ähnlich zu ihren Vätern. Einmal war ich mit meiner Frau in Palmengarten. Wir haben gesehen, eine Frau von der Gemeinde mit einem Baby. Und wir haben gesagt, gratuliere, gratuliere, Mazal Tov für deine Baby. Und meine Frau hat noch gesagt, er ist dir so ähnlich. Sagt sie, aber er ist adoptiert. No. Irgendwann sieht man ähnlich auch aus. Also, man sieht nicht so ähnlich aus, weil manche haben auch Brillen und die Kinder nicht. Nur gut, kann man kaufen Brillen und machen dieselbe Friseur und man isst dieselbe Essen. Das ist nicht das Thema. Ich wollte was, haben Sie verstanden? Es gibt Glauben, es gibt Wissen und es gibt Spüren. Spüren. Jeden spüren, dass es einen Gott gibt. Weil sie es spüren in ihrem Unbewusst, sie finden das immer nicht nötig, das runterzubringen in Bewusst oder in Glaube. Die sind überzeugt, Shabbat Shalom. Brauche ich noch was dazu machen? Nein. Deshalb, die Goyim müssen immer basieren auf diesem unbewussten Glaube von den Jiden. Immer. Weil die Jiden haben Gott gesehen, mit Gott gesprochen. Die Kinder glauben nicht, dass die sind mit Gott verbunden. Die spüren auch, dass die sind Teil von Gott. Ich gebe ein Beispiel. Wollt ihr noch ein Beispiel hören? Ja. Gibt es in Talmud eine sehr komische Geschichte. Kam ein kluger Mann aus Griechenland, als vom Hauptstadt, wie heißt die Hauptstadt von Griechenland? Weißt du zufällig? Ruwa, Atuna, sehr gut. Kam ein kluger Mann von Atuna und er hat gesehen, ein kluges jüdisches Kind von Jerusalem. Und er stellt eine Frage der kluge Kind von Jerusalem. Ingele, Ingele, sag mir bitte, hier ist ein Stückel Käse. Kannst du mir sagen bitte, von wo kommt die Käse? Von einer schwarzen Zig oder von einer weißen Zig? Du bist doch ein kluges Kind. Kannst du mir sagen, von wo kommt diese Käse? Vom weißen Zig oder von schwarzen Zig? So fragt der Mann von Atuna, wem fragt er das? Das Kind von Jerusalem. Gut, das Kind hat genommen ein Ei und er hat gezeigt der weise Philosoph aus Atuna und er sagt, weiser Mann, können Sie mir bitte sagen, von wo kommt diese Ei? Von einer schwarzen Henne oder von einer weißen Henne? Oder von einer braunen Henne. Oder von einer braunen Henne? Oder. Und so hat sich das Gespräch beendet. Was steckt hinter diesem Gespräch? Der weise Mann aus Atuna wollte sagen dem jüdischen Kind, dass früher vor der Tempelzerstörung ihr war auserwählten Volk Kinder Gottes. Aber ihr habt versaut. Ihr seid sauer geworden mit Gott. Und wenn Milch wird sauer, wird das zu Käse. Und deshalb bei Käse es ist unwichtig, ob du kommst von schwarzen Zig oder von weißen Zig.
Darauf hat das Kind ihm gesagt, in eure Augen, wir sind saure Käse. Aber in unserer Glaube, wir sind ein Ei. Und ein Ei, weiß man, in dem Ei, die kommt, von wo kommt sie? Von einer schwarzen Henne oder von einer weißen Henne? Sieht man bei die Küken. Oder eine braune Henne. Oder eine braune Henne. Genauso jüdische Kinder, in dem Moment, wenn die sind gebacken im Kuchen von Mama, die sind gebackt Juden. Und in dem Moment, wo sie kommen in diese Welt, sieht man, in dem Moment, wo die Früchte sind anders, die Kerne sind anders. Sieht man bei jüdischen Kindern andere Früchte. Heißt, das ist andere Kerne. Auch wenn es sieht aus nach außen dieselbe. Aber die Völker, die können an Gott glauben, die können Gott verstehen. Wir brauchen es nicht. Wir sind ein Teil von Gott, eine göttliche Seele. Man spürt es. Wie kann man dieses Spüren umsetzen zum Bewusst, dem Unbewusst zum Bewusst machen? Das ist genauso wie Liebe. Liebe, versteht man? Liebe glaubt man oder Liebe spürt man? Spürt man. Wie spürt man die Liebe? Durch Handlungen. Liebe spürt man durch Handlungen. Durch Sagen, durch Machen. Genauso, wenn einer liebt Gott und er sagt ihm und er macht das, was er will, irgendwann, das, was er spürt, versteht er und glaubt er und fühlt er. Das heißt, es kann nicht bleiben, abstrakt zu beweisen. Gott ist nicht Laboruntersuchung, genauso wie Liebe. Gott ist eine Kraft, das ist unser Vater. Und genauso wie ein Kind, es ist ihm klar, dass sein Vater ist sein Vater. Habt ihr gesehen, wie er war aufgeregt? Also es war ihm klar, es ist mein Vater, was redest du, Schlomo? Hast du nicht gefrühstückt? Es ist mein Vater, klar, er war so sicher. Genauso Ayid glaubt an Gott, das ist sein Vater. Auch wenn er braucht nicht Beweise geben. Wer braucht Beweise? Beweise brauchen Kinder, die sauer auf ihre Eltern. Kinder, die haben nicht gespürt, diesen Geborgenheit, dass der Vater ist da. Deshalb gibt es auch beim jüdischen Volk viele Jiden, die waren gefangene Babys. Insbesondere viele Jiden, die gekommen aus Russland. Und sie haben nicht die Chance gehabt, mit Gott groß zu wachsen, weil dort war es verboten. Und die sind auch intelligent. Und intelligente Leute, es ist sehr schwer, Beweise für den Intelligent oder für den Gefühle zu geben. Deshalb, es gibt eine hier in Frankfurt, ein russischer Jid, sehr intelligent, Professor und alles. Und von Zeit zu Zeit kommt er mit mir zu lernen. Wir sitzen, wir lernen. Und ich kann ihm nicht überzeugen, dass es Gott gibt. Ich kann ihm nicht. Er ist überzeugt, dass Hashem existiert nicht. Was? Aber er lernt. Er kommt zum Lernen. Ganze Zeit. Und letztes Mal haben wir so ein bisschen Töne nach oben gebracht. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ein Gläubiger hat keine Fragen und ein Ungläubiger hat keine Antworten. Das ist ein Spruch von Baal Shem von Michelstadt. So hat er gesagt. Ein gläubiger Mensch hat keine Fragen. Ein Kind stellt nicht Fragen über seinen Papa. Aber wenn er glaubt nicht, dass seine Papa, auch eine Antwort, auch wenn man ihm sagt, DNA, dass das ist sein Vater, er wird noch Fragen stellen. Es hilft nicht. Weil diese Glaube ist eine tiefe Sache. Wann kann man diese Glaube verstärken? In dem Moment, wo man beginnt, Handlungen zu machen. Handlungen bedeutet Torah und Mitzvot und zu beten und zu essen Kasher und zu nutzen die Sachen richtig. Da, der Kopf wird sich Kanal öffnen, zu spüren, dass der Vater im Himmel ist unser echter Vater. Verstanden? Was hast du verstanden? Ich habe verstanden, dass selbst wenn man nicht glaubt, dann zum Beispiel kommt eine jüdische Straße daher, ist ein ganz,
ganz neutraler Mensch sagt, hey du da, sei doch nicht so ein Jude, die sind doch blöd, das, den gibt es nicht. Das bestimmt alles Natur, was dein Volk und so alles erlebt hat. Sag ich, na, ich habe zwar die Antworten, aber du keine Fragen. Ich habe zwar keine Fragen, aber du keine Antworten. Also beweis mir, dass es nur Natur ist. Zeig mal, was ist das? Hat er das Jude genau verstanden? Ich